Ja, hallo, was macht ihr denn hier auf meinem Channel bei diesem Video? Ich weiß es ja gar nicht. Ach ja, stimmt, ich habe ja dieses Let's Play am Laufen, ist ja krass. Gut, dass ich mich jetzt dran erinnere, sonst wüsste ich gar nicht, was ich hier machen soll. Und wir sind immer noch auf dem Weg zur Kammer und ihr seht schon, das Schlachtfeld geht ziemlich böse ab. Ist ziemlich stressig geworden im Verlauf des Spiels. Und wir holen uns jetzt endlich, was uns zusteht. Und egal, und wenn das jetzt wieder wann noch eine Stunde dauert, wir kämpfen uns durch, ja. Wir holen uns unser Geld, wir holen uns unsere Beute, ja. Wir geben einfach Fettgas. Und schauen, dass wir das an heute, jetzt und an dieser Stelle zu Ende bringen. Der Wahnsinn, oder? Jetzt haben wir schon so eine schöne Zeit miteinander verbracht und das soll sich jetzt der Ende neigen hier in dieser wunderschönen Eiswüste, in dieser wunderschönen Landschaft, wo einige gerne ihren Skiurlaub hinverlegen wollen. Ich meine, schaut euch diese Berge an. Ja, da würde ich gerne mit dem Snowboard runterbrettern, wenn ich Snowboard fahren könnte. Ja, steht auch noch auf meiner Bucketliste, mich mal volle Kralle mit dem Snowboard zu zerlegen. Hallo. Ja, und jetzt ist unsere gemeinsame Zeit zumindest in diesem Spiel auch schon langsam wieder am Ende. Und wir machen das Ganze nochmal ganz spektakulär mit unserem Bloodwing. Ihr seht's gerade, ich habe keinen einzigen Schuss abgefeuert. Bloodwing macht das Ding. Besser als ein Profifußballspieler, der trifft alles, Leute. Ja, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass der irgendwas verfehlt. So, weiter geht's. Haben auch schon wieder eine Waffenkiste gefunden. Ich meine, wenn ich in dem Spiel. Ihr wisst ja, wenn ich in dem. Ja, oder ihr habt es ja mitbekommen. Wenn ich in dem Spiel zu allem, was ich finden würde, irgendwas sagen würde, dann säßen wir in 10 Jahren noch da. Ey. Diese Lance-Verteidiger sind wirklich scheiße. Die nerven wie die Sau. So. Aber jetzt haben wir sie ja endlich. Ich habe es schon im letzten Teil gesagt, mir gefällt es nicht so, dass wir recht wenig Medikits haben. Deswegen gehe ich damit mal ein bisschen sparsam um, weil wir haben ja zumindest eine leichte Gesundheitsregeneration. Haben wir in unserem Stil. Ach, schon wieder eine Waffenkiste, ist ja der Hammer. Also hier auf dem Endspurt finden wir nochmal den richtig coolen Scheiß. Und wir haben hier noch eine bessere Static Shotgun. Also mit 1000-mal mehr Schaden und ein bisschen weniger Schock, aber die nehmen wir auf jeden Fall. Ich meine, die ist immerhin lila, ja? Hammer. Hammer. Einfach Hammer. Okay? Und wie ihr es ja gesehen habt, hilft uns das extrem gegen diese Alien-Viecher. Ich meine, gegen die, die da so rumfliegen, nicht. Aber gegen die habe ich zum Glück komischerweise ein extrem. Also kann ich irgendwie komischerweise extrem gut anvisieren. Ich lande bei denen ja fast immer nur Critical Hits. Obwohl der Critical Hitpoint ja jetzt echt nicht so genial ist. Ja, also mit der Shotgun fahren wir auf jeden Fall die bessere Welle. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, und hier können wir auch nochmal unsere Munition aufstocken. Das ist ja der Hammer. Also, wenn wir damit jetzt nicht in die Kammer kommen, weiß ich auch nicht. Aber wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Unser Schutzengel sagt ja schon immer, ey, beeil dich und so. Der kam ja jetzt schon 20 Mal oder was. Weil wir keine Chance in diesem Leben mehr haben werden, in die Kammer zu gehen, wenn wir das jetzt vergeigen. Deswegen geben wir Speed, bevor sich die Kammer wieder schließt. Und schauen, dass wir hier alles niedermähen. Ist ja ganz Das klar. ist der Grund, warum du hier bist. Ich habe dich hierher gebracht und du warst sehr gut. Ich wusste, du bist bereit. Wenn die Kammer sich öffnet, nimm dich zusammen. Ich glaube an dich. Danke. Ich glaube nämlich bei der Anzahl an Aliens und so noch nicht ganz an mich. Das ist teilweise schon ziemlich heftig. Boah. Hey.
Geh mal zu. Du machst deiner Familie somit keine Ehre. Denk doch mal an deine Kinder. Und du auch. Was sollen die denn ohne Vater? Die sind noch völlig wehrlos. Die sind fast so wehrlos wie eine Lance-Infanterie. Idiot. Ach ja, immer wieder schön. Die Lance-Infanteristen sind wirklich meine Lieblingsgegner. Die haben ja so ungefähr gar nichts auf der Schüssel. Ja, ich gerade auch nicht. So, wir haben noch 5 Leben. Wir verstecken uns mal kurz. Und lassen unser Leben wieder ein bisschen aufblühen. Und vor allem, das mit dem Leben dauert mir jetzt schon wieder zu lange. Und ich glaube, da oben sind nochmal... Na, nicht wegwerfen, bist du bescheuert? Irgendwie schaut es da oben so aus, als wären da nochmal... Shops. Ich befürchte aber gerade irgendwie doch nicht. Okay, das war, das hat ihn wohl ziemlich hart getroffen. Ja, der ist gut geflogen, das freut mich doch. So, haben wir hier oben noch was Schönes. Haben wir, wartet hier noch eine Waffenkiste auf uns? Also, nee, leider nicht. Ja, schade, gut. Schauen wir weiter, wir dürfen keine Zeit verlieren. Nicht, dass sich die Kammer bald schließt. Das wäre sehr unschön. Jetzt den weiten Weg gegangen. Wer wirft denn da mit Scheiße nach mir? Ah, Gesetzeshüter. Okay. Dann bauen wir kurz wieder unsere Static Shotgun. Habe ich hier schon. Habe ich da mal vorbereitet, ne? So. Wo ist denn jetzt? Ah, aua. Das Geräusch tut weh. Also, außer ihr habt eure Boxen voll aufgeregt, merkt ihr das nicht. Aber ich spiele auf, ich habe das Ganze recht laut gestellt und im Nachhinein betrachtet war das vielleicht gar keine so eine tolle Idee. Aber klar, die wollen ja ihre Kammer beschützen. Da soll ja keiner rein, ne? Also eigentlich. So. Ey, das ist jetzt der Erste, der nicht mit einem Critical umfällt mit der Sniper. Respekt an dich, Junge. Fette Props. Du machst deinen Leuten im Gegensatz zu dem ganzen Rest alle Ehre. So, was haben wir denn hier, meine Damen und Herren? Nur Schrott, das sehen wir schon wieder an den weißen Streifen. Aber momentan ist unser Inventar ja eh voll. So. Haben wir auch schon wieder die nächste Fledermaus vom Himmel geschossen. Dann schauen wir mal, wo kommen wir denn hier hin? Da Wort, die Kammer. Wir sind also endlich nahe unserem Ziel. Ich habe nicht auf Commander Steel gehört. Ich habe sie mehrfach gewarnt, aber sie missachten jeder meiner Anordnungen. Was in der Kammer ist, gehört rechtmäßig der Atlas Corporation. Und sie, sie gehören mir. Das wollen wir doch mal sehen, Fotze. Bereiten Sie Ihr Team vor, reinzugehen. Wir holen uns jetzt, was uns gehört. Gute Nacht, Steely. Das war's dann auch schon mit dir, du Schlampe. Oi. Level up. Genau richtig. Diese Kreatur mag in ihrem Reich unsterblich sein, aber hier kann sie ohne Wirt nicht überleben. Das macht sie verwundbar. Na, das freut mich, ja. Wenn sie Fleisch und Blut wird, kann sie verletzt und getötet werden. Du musst nur wissen, wohin du zielen musst. Ich kann es mir fast vorstellen. Da leuchten nämlich ein paar Sachen so schön. Wir schicken auch nochmal unseren Bloodwing los. Oh Gott, wir holen mal das Sniper Rifle raus. Trotz allem. Ah, ey. Riesententakelmonster. Ich fühle mich hier wie in Japan. Komm, schneller nachladen. Ich kann mir das, diese Zeitverluste kann ich mir nicht leisten. Oh, komm.
Weniger Tentakeln sind besser für uns, schlechter für dich. Der Zerstörer, also die waren auch, ihr merkt, die waren sehr kreativ mit dem Namen der Endbestie. Aber die Inszenierung fand ich ziemlich schick. Ah, ich freue mich schon, wenn wir dann endlich in die Kammer können. Aber die Inszenierung war schon die Bombe. Habe ich, glaube ich, gerade mal kurz angefangen zu sagen. Die Videoinszenierung, wie die Steely drauf geht und sich dann der also wie sich der Zerstörer zeigt und dann die Steely drauf geht, nachdem sie so eine unglaublich dicke Lippe riskiert hat. Kriegt ihr bitte mit, was für einen Schaden unser Bloodwing macht? Habt ihr das gerade mitbekommen, wie der diesen Zerstörer einfach zerbombt? Wir müssen mal kurz uns wegducken und fangen mit dem nächsten an. Und zwar ist es hier das Plündern. Erhöht kurzzeitig die Anzahl an fallen gelassenen Gegenständen. Ist hammerhart. Brauchen wir. Oh, jetzt entspann dich doch mal. Oh, fuck. Wir müssen hinter einen Stein kommen. Schnell. So, und ich brauche jetzt nochmal unbedingt ein Medikit. Das ist ja... Das ist ja der Wahnsinn hier. Mein Adrenalin-Level steigt wie die Hölle. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall uns kurz hinter dem Stein lange verbergen. So lange wie es geht. Ich hoffe, dass wir hier keinen Schaden nehmen können. Oh, yeah. Oh, fuck. Der ist schon... Wir dürfen nicht auf Null sinken, weil so schnell kriegen wir den nicht runter. Dass wir dann nochmal eine Chance haben. Greif ihn an, komm. Oh Mann, das ist wirklich... Er schießt wieder auf uns mit diesem Strahl. Aber wir sind anscheinend in Sicherheit. Wir müssen jetzt wirklich mal das Schild abwarten. Das tut mir leid, Leute. Ist jetzt nicht ganz so dramatisch, aber es muss sein. Oh, leck. Oh, nee, nee, nee. Bleib mir weg mit deinem Todesstrahl, hey. Ah, komm schon. Ich finde es ja auch cool, dass irgendwie unser Raketenwerfer nicht ganz so viel Schaden macht, wie ich das gerne hätte. Nämlich ungefähr keinen. Also zumindest schaut es so aus. Ja, komm schon. Riesententakelviech, geh zurück nach Japan. Komm schon. Du hast hier nichts verloren. Aber ich hoffe, wir haben überhaupt genug Munitionsvorräte. Ich habe die ja eigentlich nochmal komplett aufgefüllt. Und nochmal den Bloodwing losschicken. Der macht lustigerweise, macht unser Bloodwing am meisten Schaden. Oh, was sind das denn? Ja, toll. Also unser erstes Teil hat schon mal... Hat schon mal nichts mehr. Ah ja, toll. Keine Sniper-Rifle-Munition mehr. Das ist echt nicht toll. Aber es geht auch mit dem Revolver. Müssen wir uns nur ein bisschen mehr anstrengen. Ah, fuck. Oh, ich hoffe, ich habe alles so im Blick. Oh nein. Unser Leben gefällt mir gerade gar nicht. Schnell noch das letzte Medikit reinziehen. Anders geht's jetzt nicht. Eieieiei. Leute, Leute, Leute. So kurz vom Ziel. Das kann doch nicht sein jetzt. Komm. Ah, scheiße. Und wieder sein Strahl. Ah, komm, das langt jetzt echt. Im Ernst, Mann. Ah, und der... Schicken unseren Bloodwing wieder los. Wir haben zum Glück, wir haben ja auch noch ein paar Maschinengewehre und sowas eingesammelt. Ja, im Zweifelsfall nehmen wir dann die, weil für die haben wir auf jeden Fall noch Munition dann. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl, dass wir den runterkriegen. Mit dem, womit wir uns schon auskennen. Also für das wir schon Level gesammelt haben. Ah, komm. Ah, jetzt hör doch auf, Mann. Der schießt gar nicht mehr, das ist doch schön. Das Viech wird auch immer riesiger. Das ist echt schrecklich. Dabei hat er ja schon fast nichts mehr. Der ist ja schon so gut wie tot.
So, komm, greif ihn halt an, Bloodwing. Greif ihn an. Mach ihn kaputt. So, irgendwie habe ich das Gefühl, mit unserem Revolver fahren wir besser als mit dem Raketenwerfer. Oh! Hell yeah! Du hast die Kammer geöffnet. Oh. Es tut mir leid, dass ich dich nicht davor warnen konnte, was darin war. Aber es musste alles genau so ablaufen. Du warst gut und deine Taten sollen belohnt werden. Der Schlüssel öffnet die Kammer erst wieder in 200 Jahren. Aber Tennis wird dir sicher ein Vermögen dafür zahlen. Los jetzt. Ich beobachte dich. Oh. Hallo Claptrap, schön dich zu sehen, Mann. Ui, nicht so schön. Okay. Leute, der Zerstörer ist Geschichte. Die Kammer ist gesichert. Ich freue mich, dass ihr die Zeit mit mir verbracht habt. Boah, ich brauche jetzt darauf erstmal eine Zigarette. Ey. Das ist immer wieder geil. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Wir sehen uns bei dem nächsten Projekt. Und dann wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Zeit. Und ich hoffe, euch hat das Let's Play wirklich gut gefallen. Macht's gut.
Ah!